Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Umgang mit Fremden ist immer etwas zweischneidig. Einerseits ist der oder die Fremde ein Gast und Gastfreundschaft ist in vielen Kulturen ein wichtiger und tief verwurzelter Wert. Auch das Fremde hat immer wieder Faszination ausgeübt. Andererseits wurde der, die bzw. das Fremde oft auch mit Skepsis oder Vorsicht wahrgenommen. Fremde sind Gefahr, sie werden oft mit offener Feindschaft begrüßt. Und seit der griechischen Antike ist der Fremde immer wieder der Barbar. Und der Barbar war dabei derjenige, der die griechische Sprache nicht sprechen konnte. Er war damit wegen der Sprache pauschal dem Verdacht der Unzivilisiertheit ausgesetzt. Und das ist leider auch heute noch so im Umgang mit dem Fremden. Es zeugt von einer generellen Vorurteilsbeladenheit. Das Faktum des Fremdseins eines Menschen scheint oft schon zu reichen, um bestimmte Stereotype in Anschlag zu bringen. Das Individuum hat oft gar keine Chance. Es ist immer schon bezichtigt. Das Urteil ist immer schon vor dem Individuum da. Und Humanität gegenüber dem Fremden ist somit keine einmal erreichte Errungenschaft der Kultur- und Sozialgeschichte, sondern es ist bisher eher die ewige Wiederkehr des immer gleichen Kampfes gegen mehr oder weniger tiefsitzende Vorurteile. Vorurteile beinhalten eine Form der Dehumanisierung, auf Deutsch Entmenschlichung. Und über Entmenschlichung möchte ich im Folgenden etwas detaillierter sprechen, denn es derzeit im Zentrum meiner philosophischen Forschung. Ein humanistisches Menschenbild beinhaltet, dass ein Mensch ein Subjekt ist, das als Individuum Respekt verdient. Ein Mensch ist dann immer mehr als ein Mitglied dieser oder jener Gruppe. Gegeben dieses Menschenbild ist es entmenschlichend, ihm nur mit einem Vorurteil zu begegnen. Ein völkisch-rassistisches Menschenbild hingegen, wie damals von den Nationalsozialisten oder heute wieder von der identitären Bewegung konstruiert, bedeutet, Menschsein wird auf Mitgliedschaft in einer Gruppe reduziert. Sei diese Gruppe als Volk, Rasse, Nation oder Ähnliches konstruiert. Das Stichwort, das sich in der Fachliteratur für diese Grundform der Entmenschlichung durchgesetzt hat, ist Deindividualisierung. In Extremform kennen wir Deindividualisierung aus den Konzentrations- und Vernichtungslagern der Nationalsozialisten. Jegliche Zeichen individueller Identität wurden mit großem Aufwand ausradiert, beziehungsweise auf eine Nummer reduziert. Wie wichtig Deindividualisierung in Bezug auf Ausgrenzung von Fremden ganz allgemein ist, sehen wir auch in der Art und Weise, wie Flüchtlinge bisweilen dargestellt werden. Die ungarische Regierung hat im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise seit 2015 in ihren propagandistischen Aussendungen, die sie in ungarische Haushalte verteilen ließ, Flüchtlinge gezielt so dargestellt, dass sie nur als eine Masse wahrgenommen werden. Eine Masse, in der individuelle Züge, vor allem Gesichtszüge, gar nicht erst erkennbar sind. Gleiches kennt man von der Darstellung von Flüchtlingen in anderen Kontexten, wie Medienwissenschaftlerinnen gezeigt haben. Individuelle Züge zu verschleiern, ist sozusagen Trick 17 in der Werkzeugkiste einer zum Zwecke der Ausgrenzung eingesetzten medialen Propagandamaschine. Nun, humanitär orientierte Organisationen drehen den Spieß um und setzen individuelle Züge gezielt ins Zentrum ihrer medialen Kampagnen, um das Erkennen des anderen als Mensch wiederherzustellen. Das heißt, um zu reindividualisieren, wenn man so möchte. Auch künstlerisch wird mit Hilfe des Gesichts politisch Stellung bezogen.
Wenn zum Beispiel Drohnen zur Tötung von Menschen eingesetzt werden, sind bisweilen Gesichter für den die Tötung ausführenden Akteur am Steuer der Drohne zur Not absichtlich verpixelt. Das Töten fällt dann anscheinend leichter. Eine Gruppe von Künstlern hat darauf reagiert und gigantische Gesichter auf afghanische Felder platziert, sodass das Gesicht und das damit zum Ausdruck gebrachte Menschsein der afghanischen Zivilbevölkerung nicht ignoriert werden kann. Unter dem Hashtag NotABugSplat finden Sie Informationen dazu. Dieser Hashtag wurde gewählt, weil Drohnenbediener die Tötung eines Menschen als Bug Splat bezeichnet hatten. Als wären die getöteten Menschen nur Bugs, Ungeziefer. Ich habe die Bedeutung des Zeigens von Gesichtern hervorgehoben, nicht nur, aber eben auch aus gegebenem Anlass. Wir verbergen gerade unsere Gesichter, pandemiebedingt, wie es so schön heißt. Sehr befremdlich, wie ich finde, wenn auch gerade schlicht geboten. Es gibt aber neben der genannten Form der Entmenschlichung noch weitere Formen der Entmenschlichung. Auf die möchte ich kurz eingehen. Die Verwendung des Ausdrucks Bugsplat im Kontext der Tötung von Menschen mithilfe von Drohnen verweist auf eine animalisierende Entmenschlichung. Der Vergleich von Juden und anderen mit Ungeziefer, diese Vergleiche sind hinlänglich bekannt und Problem ist, sie werden auch heute noch verwendet, zurzeit bevorzugt gegen Flüchtlinge. Sie werden Beispiele aus Österreich selber zu Genüge kennen. Natürlich ist nicht jeder Tiervergleich abwertend oder ausgrenzend gemeint. Aber es gibt diese abwertenden, ausgrenzenden Tiervergleiche und aus systematischen, empirischen Arbeiten der Psychologinnen wissen wir beispielsweise, dass Tiervergleiche einen Effekt haben. Sie erhöhen zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass eine Todesstrafe tatsächlich ausgeführt wird. Dehumanisierende Tiervergleiche sollten somit nicht automatisch als harmlos trivialisiert werden, nach dem Motto, der meint das ja nicht so. Solche Trivialisierungstendenzen gibt es durchaus, sogar in der Philosophie, und die untersuche ich als Teil meiner Forschung dann genauer. Eine ganz andere Form der Dehumanisierung wird im Fachjargon als mechanistische Dehumanisierung bezeichnet. Sie tritt auf, wenn Menschen als Objekte oder Maschinen, das heißt als bloßes Mittel zum Zweck, statt als Subjekte behandelt werden. Immanuel Kant ist hier häufig der philosophische Gewährsmann, aber auch zeitgenössische Theorien analysieren diese Art der Entmenschlichung, vor allem im Kontext von Geschlechterdiskriminierung und Ausbeutung. Ich finde daher, dass es unserer Gesellschaft gerade sehr gut anstünde, sich noch einmal sehr genau Gedanken darüber zu machen, wie wir beispielsweise mit sogenannten systemrelevanten Arbeitnehmerinnen umgehen. Ist die rechtliche und monetäre Anerkennung hinreichend oder ausbeutend und daher entmenschlichend? Ich möchte aber in dem Kontext nicht unerwähnt lassen, dass es mechanistische Dehumanisierung nicht nur in eine Richtung von den Dominierenden zu den Abhängigen und Ausgebeuteten gibt, sondern auch in umgekehrte Richtung. Auch Manager werden beispielsweise dehumanisiert, als maschinenartig, kaltherzig und damit als nicht wirklich menschlich. Diese Beispiele und diese Form der Entmenschlichung sollen zeigen, auch unter Nichtfremden, in einer Stadt, in einem Betrieb, in einem Haushalt, können wir uns anscheinend sehr fremd sein. Zwei weitere Formen der Entmenschlichung wurden von Hannah Arendt in ihrem Buch über Totalitarismus ins Spiel gebracht. Da ist erstens eine juristische Entmenschlichung, ein Nichtzugestehen des Rechts auf Rechte. Das Recht auf Rechte ist nach Arendt der Kern des Menschseins und auch damit der Idee der Menschenrechte. Ein Beispiel für Entrechtete, das heißt Menschen ohne ein Recht auf Rechte, waren nach ihr staatenlose Menschen.
Und sie sind Staatenlose auch meines Erachtens heute noch ein trauriges Beispiel für diese Art von radikaler Entmenschlichung. Moralische Entmenschlichung, eine vierte Form, ist das Resultat einer Situation, in der das Handeln im eigentlichen Sinne für einen Menschen unmöglich gemacht wird. Wir sind dann bei denen, die als lebendige Tote bezeichnet wurden, vor allem mit Bezug auf die Konzentrations- und Vernichtungslager der Nationalsozialisten. Nach Arendt führte das Lagerleben zu abgerichteten Wesen, die nur noch mechanisch reagieren wie die sprichwörtlichen pavlovschen Hunde. Und ich komme nun zum Schluss. Ich bin auf diese Vielfalt der Formen der Entmenschlichung eingegangen, da es vom Menschenbild abhängt, was Entmenschlichung ist. Beinhaltet das Menschenbild Individualität? Ist Handeln im eigentlichen Sinne wesentlich für das Menschsein? Ist ein Recht auf Rechte wesentlich für uns? Unser Bild von uns selbst als Mensch prägt letztlich auch unser Miteinander. Menschenbilder sind somit eine Art Granitgestein, auf dem alles Soziale aufbaut, ein sehr tiefes und stabiles Fundament, das aber gleichzeitig von einer unglaublichen Wandelbarkeit geprägt ist. Menschenbilder sind wandelbar und verhandelbar. Und das ist das Faszinierende an ihnen. Indem wir unser Menschenbild untereinander aushandeln, bestimmen wir auch, was der Mensch sein soll, gegeben was er geworden ist. Und damit gebe ich zurück an Frau Nordny. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.